Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben das nächste Gefecht, nämlich die Armee von Dranduil gegen die Armee von Fellbestie. Genau. Und wir schauen, wie wir das machen können am besten. Ja, ich habe dunkle Ahnungen, dass ich auch diese verlieren werde. Obwohl die letzte habe ich, wobei da war ich mir fast sicher, dass ich sie gewinnen kann. Habe sie aber am Ende doch nochmal am Anfang beinahe verloren, indem ich halt einen dummen Fehler gemacht habe und nicht auf meine Fellbestie geachtet habe. Aber habe das dann doch nochmal drehen können. Mal gucken, vielleicht komme ich so langsam ins Spiel rein. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ja, wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ne? Dranduil hat auf jeden Fall ein paar Boogies mit dabei, das ist nicht so schön. Aber nun gut, was willst du machen? So. Ja, so. Ja. Ja. Dann geh mal rein da in den Laden, auf jeden Fall. Okay, in Echtzeit. Ich mute mich mal und schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, der kommt nicht gleich an. Gerannt. Ich mute dich mal. Ich hoffe, der kommt nicht gleich angerannt, der Dü, weil das wäre ungünstig. Andererseits ist es genau das, was ich gerade wollte. Aber ich glaube, den Gefallen würde mir nicht tun. Das fürchte ich. Deswegen werden wir den hier immer mal ein bisschen langsam vorziehen. Die sind ja alle relativ schnell unterwegs. So. Okay. Ich könnte sogar noch was Weiteres nehmen. Wenn wir das hier noch mit aus. Das ist nicht unhilfreich. So, wir gehen weiter vor. Ihr baut. Wir wären dann fertig. Genau. Wir fangen mit einer Ohrgrube an. Mach dich nützlich. So, ihr geht weiter. Na, gucken wir mal. Das ist die Karte, die ich so überhaupt nicht mag. Weil ich glaube, ich das erste Mal hier verloren habe. Aber na gut, das ist dann halt so. Ja. Gucken wir mal, wie gut oder wie schlecht wir uns hier starten. Schlagen und so weiter und so fort. Mit ein bisschen Pech ist Lü schon losgerannt. Da sind sie. Nee, ist er nicht. Aber er ist hier. Ja, okay. Das ist das Lager des Feindes. Und so, dann werden wir euch mal vorschicken und zwar hier hin. Und euch hinterher. So, das geht natürlich ordentlich auf die Bestie, aber das war ja zu erwarten. So. So, okay, das sah gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Der eine kümmert sich jetzt um die hier. Dranduril noch, okay. Okay. Den einen haben wir. Dann hier rein. So. Dann den Baumeister. Und du gehst noch auf Dranduril. Und du ziehst dich mal jetzt zurück. So. Okay. Unsere Festung ist in der Zwischenzeit fertig. Das heißt, okay. Ja, okay. Gut, das ging schneller, als ich erwartet habe. Na gut. Puh, hat funktioniert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du direkt angerannt kommst, damit ich dich dir nicht entgegenrennen kommen kann und dann deine Gebäude einzeln erledigen kann. Aber hat nicht ganz so funktioniert. Nee. Ich dachte mir schon, ich hatte es jetzt nicht genau gesehen, aber das, die Trolle zielen als Pferde so gesehen. Deswegen dachte ich mir fast schon, dass die Pferde so gesehen die Trolle dann da an der Stelle sind. Bei der Mist. Aber na gut, hat ja auch so geklappt. So, ein bisschen Strategie muss ja auch immer dabei sein. Es sieht wieder etwas besser für mich aus. Ich habe zwei Kämpfe gewinnen sollen können, aber das heißt noch nichts. Genau, weil es gibt nämlich noch mehrere Kämpfe. Ne? Das heißt, wir gehen einmal los. So. Tatsächlich eine Schlacht gegen die Festung. Ja, korrekt. Eine Schlacht gegen eine Festung. So ist es. Nicht so schön, aber gut. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass du gerade auf die Festung ziehst. Weil ich dachte, ja gut, du würdest nicht sein. Halt, ne? Ich meine, man kann ja mal gucken, was passiert, ne? Also, ja, okay. Dann ich müde mich mal und dann gucken wir mal, was passiert. Ist jetzt keine starke Festung, ne? Doch. Nee. So.
finde ich nicht. Ich halte die immer für die eine der stärksten mit. Aber gut, das sieht jeder anders. Und jeder darf ja auch anders sehen. Das ist ja auch doof. Ja, wir müssen mal hier. Das ist zu. Sonst ist nämlich hier kein Eingang. Also ich finde die schon stark. So. Ja, so. Und das nehmen wir auch mit. Ich finde die schon stark. Muss aber jeder selber für sich sehen, ne? So, wir holen uns mal hier ein paar Einheiten. Das hier baue ich mal aus. Denn rohstofftechnisch dürfte eigentlich alles gut dabei sein. Das hier nehmen wir. So. Dann gucken wir mal, wen ich hier drinnen beschwören kann. Den Kdü könnte ich mir wiederholen für 3000 Punkte und diverse andere. Da fehlt natürlich noch ein bisschen an Rohstoffen. Hier unten wird ordentlich produziert. Aber halt könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. So, das hier machen wir mal auf. Die Ork-Grube ist da. Dann machen wir hier hin. Mit denen gehen wir direkt mal vor. Los, weiter! Und die stelle ich auch direkt auf D hier. Für die Ents. So. Hier wird auch ein bisschen. Das läuft. Bis jetzt sieht's gut aus. Noch ein Gebäude fertiggestellt. So, ich gehe mit denen hier direkt mal auf Suche. Ja, weil. Ja, die suchen ist schon nicht unwichtig. So, kommt mal raus hier. So. Okay. Die Korsaren von Umbar sind draußen. Der Rest bleibt erstmal drin. Hier können wir weiter. Hier bauen wir aus. Das machen wir so. Da steht ein Katapult. Ich kann jetzt gerade nichts bauen. Jetzt schon. Bauen wir mal hier hinten. So, die können auch nicht bauen. Dann gehen sie mal runter. Ihr geht mal. Ich glaube, er ist hier. Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Beziehungsweise wir können auch einfach gucken. Die Korsaren sind hier. Wir haben den Trollkäfig vergrößert. So, da kommt er mit seinem Elrond-Start. Also er war oben. Das ist also schon mal eine gute Sache. Ich baue hier noch ein paar Einheiten aus. So. Die hier können wir auch mitnehmen. Das baut aus. Ja. Kann niemand aufhalten. Wir haben den Feind hier gefunden. Ist er. Wir werden angegriffen! Dann brauche ich jetzt hier nicht gucken. Wir haben die Taverne erweitert. So. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Okay, wir gehen mal hier hin. Der muss erstmal machen. Das kommt auch mit. Der kommt auch mit. Ihr geht alle runter. So. Wir haben einen neuen Gebirgstroll. So, den haben wir auch. Wir haben viel zu tun. Ihr wisst, was zu tun ist. So. Eine neue Horde Orks. Also wie gesagt, das ist natürlich, Gü meinte, die Festung ist nicht stark. Ich sehe die als eine der stärksten tatsächlich an. Wie gesagt, das ist alles Auslegungssache. Es kann durchaus sein, dass er da recht hat. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen drauf. Weiter. Es ist, wie es ist. So. Ein neues Gebäude haben wir. Was? Noch ein Gebäude. Dann bauen wir hier noch hin. Das Auge beobachtet uns. Das hier. Das baut mal hier unten noch was hin. Hier, dann von mir aus. Ja. So. Die können noch mit raus. Und mit denen gehen wir dann mal vor. Dann haben wir hier ein paar. Ne, haben wir nicht. Uns kann niemand auf. Das Gebäude ist fertig. Okay, wir haben ein neues Gebäude. Das Gebäude, das bauen wir. Hier ging ja nichts irgendwie. Warum auch immer. Ah, hier hinten. Nehmen wir das. So. Und dann gehen wir vorwärts mit denen hier. Einfach um schon ein bisschen Stress zu machen. Denn Stress ist notwendig. So. Beziehungsweise wir warten erstmal hier an der Brücke. So. Machen die Tür zu. Trollkäfig ist vergrößert. Das heißt, genau das. Jetzt und was die vom Damage machen, das wisst ihr ja mittlerweile. Dass das nicht wenig ist. So. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Wir wären dann fertig. Noch ein Gebäude fertiggestellt. So, okay. Das hat ordentlich reingehauen. Dann laufen wir mal vor und gucken mal, was wir hier so an Action machen können. Was ist das? Sieht aus wie eine Festung.
Ja, das ist die Festung. Da, das Ding. Ja, das Teil. Dann das Teil. Während wir hier oben schon den ersten Kampftroll haben. Wir bauen hier mal so ein. Schwere Rüstung, okay, von mir aus. So. Haltet eure Messer bereit. So, hier, vorwärts, den da. Auf sie mit Gebrüll! Der Kampftroll ist einsatzbereit. So. So, okay. Gehen wir mal auf die Festung, mal gucken, was dabei wird. Wir haben ja hier den noch. Ah, eine neue Horde. Die schweren Rüstungen sind fertig. So, die Kampftrolle und alles, was ich hier habe, schicke ich mal an die Tür. Denn da können sie durchaus schon mal stehen. Und noch ein Kampftroll hinterher. Dann einmal so, einmal so. So ein Korsar ist auch nicht schlecht. Bauen wir aus. Ja. Machen wir mal so hier. So. Wunderbar. Ja. Na gut. Gut. Minas Tirith ist schwächer als die. Ich wäre an deiner Stelle, wenn dann in die andere Richtung gegangen. Das ist eine der stärksten, also zumindest aus meiner Erfahrung. Ja gut, aber du hast ja trotzdem keine Rohstoffgebäude dort drin eigentlich, ne? Doch, natürlich. Ja, doch. Warum Minas Morgul auch mit Rohstoffgebäuden? Und also, zwar ordentlich ausgestattet. Ja? Na, weiß ich jetzt nicht. Naja, gut. Ist, wie es ist. Ja. Mein Ziel habe ich trotzdem erreicht. Das war? Fähigkeitspunkte sammeln. Ach so, okay. Na gut. Ja, ja. Gut, ich habe 3 Schlachten tatsächlich in einer Runde gewonnen. Puh. Ja, das heißt, kannst du in der nächsten Runde kannst du wieder anfangen zu weinen. Ja, ich weine in der nächsten, in der Tat werde ich in der nächsten Runde wieder weinen, weil ich es kann. Und manchmal muss man sowas auch einfach mal tun. Es gehört sich halt einfach. So, weinen fetzt. Gut, mal gucken, wie sich mein Held geschlagen hat. Aber scheinbar hat er da auch verloren. Ich beende mal die Phase und dann sehen wir die anderen Gefechte. Ja, okay, also muss ich auf jeden Fall irgendwo hin zurückziehen. Ja, Elrond muss ich so hin zurückziehen, genau. Und ich muss mich ein bisschen vorziehen. Naja, manchmal hat man Vorzüge, manchmal zieht man zurück. Es ist, wie es ist. Manchmal ist es, wie es ist. Ne? So ist es nämlich. Ja, ist es nicht so? So, dann machen wir halt einfach weiter. Es zählt ja nichts, was willst du machen? Es zählt ja nichts, so sehe ich das. So sehe ich das nämlich genauso. Es zählt ja nichts. Die Welt wird deswegen trotzdem schlecht enden für mich. Zumal ihr schon wieder die scheiß Festung erobert habt. Mein Zwerg ist einfach eine Lowbob. Na, der sollte alleine den Isengard verteidigen. Hat es gegen die Armee nicht geschafft, Isengard zu verteidigen. Alter Kackwurst doch. Naja. Gut. Wer bin ich, dass ich darüber meckere? Es passiert, wie es passiert. Ich glaube auch. Ja. Der eine rasiert, der andere passiert. Die Passierung Christi. Oder so. So. Okay. Dann habe ich das hier, das habe ich auch. Machen wir mal das hier. Das war ja gar nicht so schlecht. Ja, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Also ich bin durchaus zufrieden. Ja, das fürchte ich auch, dass du das bist. Aber nun gut, was willst du machen?
bin unzufrieden, dass du zufrieden bist. Muss ich auch sagen. Es war eine gute Runde für mich. Ja, okay. Allerdings haben wir eine Festung verloren. Das war nicht so gut. Gut, ich würde sagen... Achso, stimmt, die haben eine Festung verloren. Das heißt weniger Fertigkeitspunkte, ne? Ja, eben. Deswegen, so gut lief es eben doch nicht. Ich habe meinen Teil erfüllt, mein NPC leider nicht. Gut, was willst du machen? Okay, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Sehen uns in der nächsten wieder. Mal gucken, was da wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.